أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute machen wir weiter mit den Benimmregeln, und zwar mit dem Benehmen beim Kleiden, also beim Anziehen. Interessant ist, liebe Geschwister, dass wir Muslime eine Geschichte des Kleidens haben. Oder wir haben Wissen über die Geschichte des Kleidens. Ja. Wann hat das Kleiden angefangen? Ist bestimmt etwas, was man im Modebereich, im Textilbereich, in diesen Wissenschaften sich bestimmt auch mal gestellt hat. Ab wann hat sich der Mensch gekleidet? Und wir haben, walillahi alhamdu wal minna, da wir unser Wissen aus Koran und Sunna entnehmen, eine klare Antwort darauf. Wer weiß es? Ja? Also wann? Als er rausgegangen ist? Da war noch im Paradies. Als er vom Baum gegessen hat. Taibun vorher? War er begleitet? Das ist eben die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte, dass das Kleiden eine Gabe Allahs ist. Was wir öfters täglich gar nicht mehr wahrnehmen, dass es eine Gabe ist, dass es nicht ganz normal ist, dass du etwas anziehst. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat dir das erlaubt, dass du etwas findest, womit du dich bedeckst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O Kinder Adams, wir haben auf euch Kleidung hinabgesandt, die eure Blöße verbirgt und Gefieder. Aber die Kleidung der Gottesfurcht, die ist besser. Das ist eines von Allahs Zeichen, auf das sie bedenken mögen. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala erläuterte diese Ayah, weil die Frage ist, Kleidung verstehen wir, was ist Gefieder? Was ist mit Gefieder gemeint? La al-Federrish. Für was? Für was brauchen wir Federn? Um sich zu bedecken? Schmuck, barakallahu fik, das ist das Verzieren. Die Kleidung ist um zu bedecken und Gefieder, Feder, ist also um es zu verzieren, damit es nicht einfach eine Kleidung ist, die nicht verziert ist. Das heißt, Allah Azza wa Jal, also Ibn Kathir sagt, die Kleidung gehört zu den Notwendigkeiten und das Gefieder zu den Ergänzungen, also Al-Kamaliyat. Ja, wir haben ja Bedürfnisse. Die Betriebswirte und Wirtschaftswissenschaftler, kennt ihr die Pyramide von wem? Maslow oder wie der hieß? Ja, also die Bedürfnisse der Menschen, die aufgeteilt werden. Und im Islam gibt es auch diese Bedürfnisse. Es gibt Al-Daruriyat, Al-Hajiyat, Al-Kamaliyat. Ja, Al-Darura ist Notwendigkeit, Al-Haja ist ein Bedürfnis, ja, und Al-Kamaliyat sind Ergänzungen. Auf jeden Fall, Allah Azza wa Jal hat uns nicht nur die Notwendigkeiten gegeben, einfach nur irgendein Kleid, nein, sondern auch hat er uns viele Möglichkeiten gegeben, diese Kleidung zu verziehen. Diese Stellung, den Körper zu bedecken, dieses Bedürfnis, den Körper zu bedecken, diese Gabe, nicht entblößt zu sein, ist eine Gabe, die Allah Azza wa Jal erwähnt als Vorteil des Lebens im Paradies.
Im Paradies gibt es viele Vorteile, die wir in der Dunya vielleicht auch haben oder auch nicht haben. Ja, es gibt Sachen, die wir für Dunya haben, die wir auch, möge Allah uns ins Paradies eintreten lassen, die wir auch im Paradies haben werden. Und es gibt Sachen, die wir nicht haben, die wir gar nicht erst gehört, gesehen oder uns auch nie vorgestellt haben. Aber die Kleidung, als Allah zu Adam a.s. gesagt hat, was er alles bekommen wird im Paradies, hat er ihm gesagt, Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Das bedeutet, gewiss, es ist dir gewährt, dass du drin weder hungerst noch nackt bist. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, was wir natürlich alle wissen, dass Hungern etwas Schlechtes ist. Etwas, was man von sich weghaben möchte. Man möchte satt werden. Das weiß jeder. Aber nicht entblößt zu sein, nackt zu sein, ist keine paradiesische Eigenschaft. Und das hat eine richtige Auswirkung auf das Verständnis des Muslims. Wir leben in einer Welt, in der das Entblößen Mode ist, modern, fortschrittlich ist. Wir sagen, das ist keine paradiesische Eigenschaft. Also kann es nicht modern sein. Die vollkommene Lebensweise ist wo für die Menschen? Die beste Lebensweise im Paradies. Dort hast du alles, was du willst. Ist Nacktsein etwas Schönes im Paradies? Anscheinend nicht. Allah Azzawajal hat ihm gesagt, du wirst nicht hungern. Das ist etwas Schönes, dass man nicht hungern muss. Und er hat ihm gesagt, du wirst auch nicht nackt sein. Das bedeutet im Umkehrschluss, nackt sein ist etwas, was der Mensch vermeiden soll. Kommen wir nun zum nächsten Schritt. Na. Barakallahu fik, Jazakallahu khair. Ein sehr guter Punkt. Und zwar, Yawm al-Qiyamah wird uns Allah Azza wa Jal auferstehen lassen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nackt, barfuß und unbeschnitten, so wie Allah uns erschaffen hat. Auch ein Zeichen dafür, dass dann das Bedecken im Paradies ein Lohn ist für die Menschen. Al-Shaytan, wissen wir, die Urfeindschaft mit dem Menschen begann bei Adam a.s. zwischen Iblis und Adam a.s. Und diese Urfeindschaft, wie artete sie aus? Wie war sie? Eines der größten Ziele des Teufels war, Adam zu entblößen. Und daher entnehmen wir, dass eines der Ziele des Teufels ist, die Menschen zu entblößen. Was er auch schafft. Und das entnehmen wir durch diesen ersten Akt in diesem Geschehen zwischen Adam und Iblis. Allah Azza wa Jal sagt, Ya Bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا. Was bedeutet diese Ehe? Also, o Söhne Adams, der Scheitan soll euch nicht in Versuchung bringen, wie er einst eure beiden Väter, also Adam und Hawa, aus dem Paradies herausbrachte, indem er ihnen ihre Kleidung entnimmt, damit sie ihre Blöße sehen. Also wenn wir uns mal vorstellen, Iblis, er hätte ja vieles erreichen können in seiner Feindschaft zu Adam a.s. Er hätte ihn zu einer Krankheit führen können. Er hätte ihn zu Armut führen können. Es gibt viele Ziele, wenn man einen Schaden möchte. Es gibt viele Sorten von Schäden. Aber was hat Iblis sich ausgesucht von allen negativen Eigenschaften? Die Entblößung. Das ist gravierend. Da wissen wir, wie viel es dem Teufel wert ist, dass die Entblößung herrscht. Dass die Entkleidung herrscht.
dass nicht das Bedecken herrscht. Ja, und dann verstehen wir auch, warum heutzutage, kommen wir wieder zum Wirtschaftlichen, zum Marketing, eines der wichtigsten Marketingstrategien ist das Vermarkten durch was? Durch den Körper. Insbesondere durch den weiblichen Körper. Das ist ja kein Geheimnis, oder? Das wissen wir ja. Wenn du irgendwas, ein Stück Stoff, Aspirintablette, wenn du Farbe zum Lackieren willst, egal was du verkaufen willst, was benutzt die Werbebranche? Entblößte Frauen, oder nicht? Das ist das Effektivste. Ja, das, wir Muslime verstehen jetzt auch warum. Denn der Erste, der das angefangen hat, ist wer? Iblis. Wo? Schon im Paradies. Subhan Rabbil Adi. Nicht erst auf der Erde. Schon dort hat es angefangen mit dieser Strategie. Auf jeden Fall, als Adam und Hawa vom Baum gegessen haben, wurden ihnen ihre Blöße sichtbar. Allah Azza wa Jalla sagt, so aßen sie beide davon und da zeigte sich ihnen ihre Blöße offenkundig und sie begannen Blätter des Paradiesgartens auf sich zusammenzuheften. So widersetzte Adam sich seinem Herrn und da fiel er in Verirrung. Das heißt, ab wann hat man sich angezogen? Ab dem Essen von diesem Baum. Vorher wird uns nicht berichtet, dass man sich angezogen hat. Heißt das, dass sie nicht, dass sie entblößt waren? Natürlich nicht, weil Allah Azza wa Jalla hat was ihm gesagt. Dir ist was gewährt, dass du nicht hungerst und nicht nackt bist. Also sie waren nicht nackt. Sie waren nicht nackt. Aber das Anziehen, sich anzuziehen, das gab es nicht vor diesem Zeitpunkt, als sie vom Baum gegessen haben. Ja, dann stellt sich welche Frage jetzt? Wenn wir festsetzen können, das Anziehen begann nach dem Essen vom Baum, als sie ihre Blöße sahen. Welche Frage stellt sich nun? Allah ibarik fik. Wie waren ihre Blöße verdeckt? Und deswegen kommen wir zu diesem interessanten Thema. Und nur, das Thema ist interessant, es geht um unseren Vater, ja, und Adam a.s. Zweitens, es ist interessant, Allah Azza wa Jalla erwähnt diesen Aspekt im Koran, erwähnt Allah, erwähnt ja nichts Uninteressantes. Ja. Und drittens, wir sehen hier, wie die Ulama nichts gelassen haben. Kein Thema wurde nicht behandelt. Das bedeutet, daraus folgt, dass ihre Blöße ihnen nicht sichtbar waren. Sie haben ihren Schambereich nicht gesehen. Vor was? Vor dem Essen vom Baum. Al-Imam Qatada, es gehört zu den Tabi'in, sagt, sie haben vorher ihre Blöße nicht gesehen. Und der Shawkani sagt, sie haben weder ihre eigenen Blöße noch die Blöße des anderen gesehen. Also weder Adam hat es von Hawa gesehen oder Hawa von Adam. War nicht sichtbar für sie. Hierbei gibt es unterschiedliche Meinungen, wie war es bedeckt. Es gibt drei Meinungen. Einige sagen, es war ein Licht. Es war bedeckt durch Licht, deswegen konnten sie nichts sehen. Die anderen sagen, es waren eine Art von Nägel. Nägel nicht in den Holz reinmachen, sondern so wie Fingernägel. Diese Substanz. Wie im Mediziner, was ist das für eine Substanz? Nicht beim Anatomieunterricht zugehört. Auf jeden Fall, ist ja egal. Auf jeden Fall, diese Substanz, damit waren sie bedeckt. Sagt Ibn Abbas, radiallahu anhu. Andere sagten, sie hatten Kleider vom Paradies. Also hier haben wir jetzt keine eindeutige Aussage von Koran oder von der Sunna, sondern Interpretationen und Gedanken von und Meinungen von Sahabe bzw. auch von anderen Gelehrten wie Ibn Atiyya zum Beispiel, der Tafsir gelernt. Interessant ist hier, Ibn Atiyya sagt was? Schaut euch mal das an und yani,
vollzieht es nach, wie Adam im Paradies war. Er sagt, ihre Kleider aus dem Paradies zerrissen, da sie sich von ihnen lossagte. Also da war alles in Ordnung. Als sie dann das getan haben, was ihnen verboten war, sie haben gegessen, wollten diese Kleider mit Adam nichts mehr zu tun haben. Deswegen ist er nackt geworden. Einige Tafsir-Gelehrte, und da müssen wir sagen, hier noch einmal, jetzt haben wir, können wir nicht sagen, so ist es. Ja, das ist eine Interpretation der Gelehrten. Und wenn Gelehrte interpretieren, dann steht das denen zu. Warum? Weil sie genug Wissen haben. Eine interessante Frage ist, Allah Azza wa Jal, wie nennt er denn, wie nennt er diese Entblößung oder den Schambereich, wie nennt er den auf Arabisch? Sau'a. Ja? Sau'atihima, sagt Allah. Sau'a. Was ist Sau'a? Was ist eine Sau'a? Leiche? Nein. Also Allah Azza wa Jal sagt nicht Aura. Aura ist Schambereich, wissen wir, ja? Bedecken der Aura. Werden wir noch sehen, was ist die Aura, von wo bis wo. Aber Allah benutzt nicht das Wort. Er benutzt was? Sau'a. Was ist jetzt Sau'a? Von was kommt dieses Wort Sau'a? Minas Su'a. Warum? Su' ist was? Schlechtes. Deswegen heißt ja Sayyi'a. Sayyi'a, die Sünde, weil es etwas Schlechtes ist. Also hat es irgendwas damit zu tun. Warum Sau'a? Okay, kann zu Schändlichem führen, ja? Afon? Eib. Eib, es gehört sich nicht, aber warum? Warum? Ja, nee, anders formuliert. Warum hat der Mensch das Bedürfnis, und das ist jetzt mal historisch, jetzt nicht heute, also wie entstand dieses Bedürfnis, den Schambereich zu bedecken? Wie entstand dieses Bedürfnis? Ich meine, im Paradies noch einmal, da war ja alles bedeckt, das war's. Wie kam es dazu, dass Adam und Hawa unbedingt es bedecken mussten? Die Fütterer, okay. Aber eine Antwort ist, liebe Geschwister, wenn wir jetzt alles zusammen uns anschauen, er hat nicht gehungert und so weiter, das paradiesische Leben. Als diese Vorteile des paradiesischen Lebens nicht mehr vorhanden war, ist was passiert? Beim Schambereich, liebe Geschwister, barakallahu fikum, treten ja die Substanzen aus, die schlecht sind. Wie Urin zum Beispiel oder Kot. Adam a.s. sagen einige Ulema, das können wir so nicht beweisen, aber es ist eine Interpretation. Sie sagen, als sie vom Baum gegessen haben, begann die Verdauung so zu arbeiten, dass sie tatsächlich auch Substanzen hatten, die austreten sollten, die keine guten Gerüche haben. Deswegen kam dieser Drang, das zu bedecken. Kann richtig sein, kann falsch sein. Nur so zur Info. Aber es ist hochinteressant, diese Einschätzung. Auf jeden Fall, deswegen heißt es Sau'a. Sau'a, weil man, es ist, also, wenn wir das übersetzen wollen ins Deutsche, vielleicht eine Möglichkeit, unangenehm. Sau'a yasi'u, yani es ist mir unangenehm, dieser Platz. Warum unangenehm? Ja, weil diese Substanzen austreten, es gibt schlechte Gerüche und so weiter und so fort. Deswegen hatte man dieses Bedürfnis, sich zu bedecken. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Auf jeden Fall kommen wir dann, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns natürlich auch dazu aufgerufen, uns zu bedecken. Der Prophet alaihi salatu wasallam sagte, der Mann soll nicht auf die Schamteile eines Mannes blicken und die Frau soll nicht auf die Schamteile einer Frau blicken. Auch der nackte Mann soll nicht zu einem anderen Mann in ein Kleid hineinschlüpfen. Und die nackte Frau soll nicht zu einer anderen Frau in ein Kleid hineinschlüpfen.
Dieser Hadith, in diesem Hadith erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass wir nicht gegenseitig die Blöße uns anschauen dürfen, den Schambereich. Und hier natürlich ist ein Usulul Fiqh Werkzeug, ja, islamische Hermeneutik, Usulul Fiqh Werkzeug, wenn der Mann nicht die Scham, den Schambereich eines Mannes sehen darf, dann erst recht, im Babi Aula, das nennt man Qiyasul Aula, dann erst recht, natürlich nicht von einer Frau. Ist das klar? Also, wenn jemand fragt, ja, warum erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt nicht, dass der Mann nicht die von Frau, das ist doch erst recht. Ja? Das heißt, beide Geschlechter, also der Mann darf nicht den Schambereich des Mannes sehen und die Frau darf nicht den Schambereich der Frau sehen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und der Mann, oder auch nackte Mann, aber eher also im arabischen Wortlaut heißt jetzt nicht nackt, sondern Rajul, soll nicht zu einem anderen Mann in ein Kleid hineinschlüpfen. Heißt was? Das heißt, wenn du schlafen gehst, wenn zwei Männer nebeneinander schlafen, sollen sie sich nicht bedecken mit einer Decke, wenn kein Hindernis zwischen ihnen ist. Warum? Weil bei diesem Hadith geht es also um zwei Sachen, die wir vermeiden müssen. Den Anblick und die Berührung. Beides ist nicht erlaubt. Selbst wenn es das gleiche Geschlecht ist. Mann und Mann, Frau und Frau. Deswegen ist es nicht erlaubt, dass zwei Männer unter einer Decke schlafen. Außer es ist eine Trennwand. Ja? Was weiß ich, er hat irgendein dicke Kissen zwischen ihm oder so, dann kannst du dich decken. Aber wenn das eine Decke ist und beide sind nebeneinander, soll das nicht. Weil du weißt nicht, wo deine Hand landet. Weißt du nicht. Ja? Das alles, damit natürlich der Muslim sich vor allen Sünden fernhält. Also kommen wir nun zur Bedeckung der Aura. Die Aura ist der Bereich, der bedeckt werden muss vom Körper. Und hier haben wir mehrere Situationen. Einmal, man ist alleine. Wie ist da die Aura zu bedecken? Also ohne Gesellschaft. Zweitens, vor der Ehefrau. Was ist da zu bedecken? Drittens, vor demselben Geschlecht, Mann vor Mann. Was muss ich da bedecken? Viertens, vor dem anderen Geschlecht. Fünftens, vor Kleinkindern. Wie muss man sich bedecken vor Kleinkindern? Und sechstens, wie muss man Kinder bedecken vor den Eltern? Das alles sind yani die Themen, die bezüglich der Bekleidung zu erörtern sind. Fangen wir an, Bedeckung des Körpers ohne Gesellschaft, also alleine. Wie sollst du dich verhalten? Du bist allein, kein Mensch sieht dich. Musst du dich anziehen oder nicht? Ja? Die Engel sind da, okay, weiter. Shaitan, ja. Naam? Allah Jalla Jalalu sieht dich. Ja gut, aber muss ich mich jetzt bedecken oder nicht? Muss. Weil ich will duschen gehen. Muss ich mich bedecken beim Duschen? Eine Schwimmhose anziehen? Also wegen den Engeln und so weiter. Dalil, der Beleg. So schön, was ihr sagt, bei allem Respekt. Dalil. Dalil für das, was ihr gesagt habt. Ihr habt gesagt, man muss sich bedecken, wenn man alleine ist. Kein Mensch sieht mich. Und ich soll mich noch bedecken? Ja? Genau. Das ist jetzt nicht der direkteste Beweis, aber man kann sagen, wenn es über ihn extra als Vorzug erwähnt wird, weist darauf hin, dass es nicht jeder gemacht hat. Uthman ibn Affan radiallahu an ist derjenige, vor dem sich die Engel schämen. Ist klar, dass er, Uthman radiallahu an, diese Stufe erreicht hat. Taib, das ist aber gut. Also zumindest lernen wir daraus, dass es angebracht ist. Taib.
Also ihr habt tatsächlich recht, dass man, wenn man es nicht nötig hat, sich zu entblößen, dass man sich bedecken soll, auch wenn man alleine ist. Aus was? Top. Wer ist derjenige, der dich sieht, von denen, die genannt wurden, der am mächtigsten ist, der am edelsten ist? Natürlich die Engel, ja, nee, wir lieben sie und sie sind ja eine gute Geschöpfe. Aber Allah Azza wa Jalla, top. Der Beleg dafür ist ein Hadith, und zwar wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, wie sollen wir uns verhalten, wenn wir alleine daheim sind? Müssen wir uns anziehen? Direkte Frage wurde gefragt. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat eher ein Recht darauf, dass man sich vor ihm schämt, als vor den Menschen. Das heißt, daheim darf man nicht einfach unbekleidet darum herumlaufen. Außer natürlich, wenn man zum Beispiel duscht. Oder es gibt irgendeinen Grund, warum man sich ausziehen muss. Dann ist es erlaubt. Aber ich habe nichts zu tun. Ich möchte so sitzen daheim, wie mich Allah erschaffen hat. Zum Beispiel. Man sollte respektvoll sein. Und deswegen wurde überliefert von einigen Ulama, wie auch der Bruder gesagt hat, auch von einigen Ulama, die haben gesagt, ich dusche im Dunkeln, weil ich mich vor Allah schäme. Musst du nicht machen. Es geht nicht darum, dass du es machen musst. Nur schau dir an, wie die Menschen denken. Der andere verbeugt sich immer im Dunkeln aus Furcht vor Allah. Das steht nicht einfach so. Ja? Aus Furcht vor Allah. Also noch aus Schamgefühl, meine ich. Aus Schamgefühl, er schämt sich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber auf jeden Fall, wenn du duschst oder so, wäre angebracht, musst du aber nicht deinen Körper bedecken. Aber wenn du nichts zu tun hast, einfach nur so, dann sollte man das nicht machen. Wäre jetzt nicht haram, aber es wäre nicht respektvoll gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Der Beleg jetzt aber, dass man sich nicht anziehen muss, ist was? Jetzt haben wir einen Beleg dafür, dass man sich schämen soll vor Allah. Was ist der Beleg, dass man sich nicht anziehen muss? Der Hadith, das Ummu Hani radiallahu anha gesagt hat, ich ging zum Gesandten Allahs im Jahre der Befreiung, Am al-Fath, als die Muslime nach Mekka gegangen sind, und fand ihn, also den Propheten sallallahu alaihi wasallam, beim Duschen, wobei ihn Fatima bedeckte. Warum bedeckt sie ihn? Weil er keine Kleidung hat, ist ja klar, oder? Warum bedeckt Fatima, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Propheten? Und da, liebe Geschwister, wisst ihr, wie man früher geduscht hat? Wisst ihr, wie wir duschen heute? Das kann keiner von uns sich vorstellen. Du duschst und da ist einer und bedeckt dich. Hat jemand mal geduscht so? So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam geduscht. Alayhi salatu wasallam. So einfach ist das. Die hatten doch keine Dusche oder ein Bad oder Whirlpool und was weiß ich, was alles gibt. Ja? Ist nicht haram. Also nicht, dass jemand denkt, ah, dürfen wir jetzt keinen, das nicht mehr haben. Nee, bitteschön. Ja? Aber Ar-Rasul alayhi salatu wasalam, das ist ein Eimer, khalas, und dann wird geduscht und jemand bedeckt ihn und schaut natürlich nicht zu dabei. Ja? Und Ibn Rajab rahimahullah ta'ala sagt, es ist erlaubt, den Schambereich zu entblößen, wenn man es benötigt, darin besteht kein Dissens. Also das ist ein Ijma', Ijma' der Gelehrten, dass man sich ausziehen darf, wenn man es braucht, aber wie gesagt, wenn man es nicht nötig hat, sollte man sich bedecken. Das ist, wenn man alleine ist. Die Bedeckung des Körpers vor der Ehefrau, beziehungsweise die Ehefrau vor dem Ehemann. Was müssen sie bedecken? Was muss der Mann bedecken vor seiner Frau, die Ehefrau vor ihrem Mann? Ja? Es geht um den Schambereich. Ja, um den Schambereich. Genau. Naam? Die Frage war, wie muss man sich bedecken als Ehemann vor Ehefrau? Oder als Ehefrau vor Ehemann? Muss ich bedecken? Ja, gut. Das, ja.
Ja. Natürlich, mir geht es jetzt nicht darum, dass man einfach da daheim einfach ohne Grund sich entblößt. Aber gibt es eine Aura zwischen Ehemann und Ehefrau? Gibt keine Aura. Ja, es gibt einige, die haben das gesagt, aber das stimmt nicht. Und deswegen muss man sich nicht bedecken. Ja, und mit Verlaub, wir lernen ja unsere Religion, da müssen wir einiges auch ansprechen. Wenn es auch zum Beischlaf kommt, müssen Ehemann und Ehefrau sich auch nicht bedecken. Ja. Obwohl die Engel zuschauen, Allah schaut zu und so weiter und so fort. Aber trotzdem, dieser Akt, dafür wirst du ja belohnt, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Der Beleg dafür, dass der Ehemann vor der Ehefrau sich nicht bedecken muss und andersrum, ist der Hadith von Aisha radiallahu anha. Sie sagte: Ich duschte mit dem Gesandten Allahs zusammen aus einem Gefäß. Also, sie haben nicht zweimal geduscht, sie haben zusammen geduscht. Und das zeigt, wie liebevoll der Prophet sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama mit seinen Frauen umgegangen ist. Bei Bedeckung des Körpers vor demselben Geschlecht, also Mann vor Mann und Frau vor Frau. Fangen wir mit Mann vor Mann an. Wie muss man sich bedecken? Ein Mann vor einem Mann. Ja, immer hier Aura. Was ist die Aura des Mannes vor einem Mann? Von Bauchnabel bis Knien. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, die sich die Ulema gestellt haben: Gehören die Oberschenkel jetzt zur Aura oder nicht? Muss man die Oberschenkel, also über den Knien, auch bedecken oder nicht? Ja? Ja, und was sagst du? Ar-Rasul, alayhi salatu wassalam. Na. Ja, ich habe ja nicht Nein gesagt. Also, hier gibt es Meinungsunterschiede unter den Gelehrten. Und zwar gibt es, wie der Bruder sagt, den Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß. Und zwar der Hadith von Aisha radiallahu anha. Der Gesandte Allahs lag bei mir zu Hause und hatte seine Oberschenkel frei. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiyyina Muhammad. Wer empfindet jetzt das Gefühl, ich hätte es so gerne miterlebt? Keiner, oder was? Der Gesandte, alayhi salatu wassalam, lag bei mir zu Hause und hatte seine Oberschenkel frei. Dann bat Abu Bakr, radiallahu anhu, um Erlaubnis einzutreten. So erlaubte er ihm und er blieb so, wie er war. Und sprach, also er hat weitergeredet, alayhi salatu wassalam. Dann bat Umar um Erlaubnis einzutreten. So erlaubte er ihm und blieb so, wie er war. Und er sprach, also hat weitergeredet. Dann bat Uthman um Erlaubnis einzutreten. Da saß der Gesandte Allahs, alayhi salatu wasalam, sich hin oder setzte sich hin, richtete sein Kleid und dann trat er ein. Also Uthman trat dann ein, radiallahu an, und danach sprach der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Als er ging, also Uthman, sagte Aisha radiallahu anha: Abu Bakr ist eingetreten und du hast ihn nicht mit Heiterkeit empfangen. Also du hast jetzt nicht dich geändert, oder? Du bist ganz ruhig geblieben. Und Umar radiallahu anha ist eingetreten und du hast ihn nicht mit Heiterkeit empfangen. Und als Uthman dann eintrat, hast du dich hingesetzt und dein Kleid gerichtet. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Soll ich nicht vor demjenigen mich schämen, vor dem sich die Engel schämen? Radiallahu anhu. So einen Mann kommen die Khawarij und töten ihn dann. So jemand. Subhanallah. Vor dem sich die Engel schämen, vor dem haben sich die Khawarij nicht geschämt. Und vor dem hat sich der Rasul a.s. geschämt. Und er hat ihm zwei seiner Töchter als Ehefrau gegeben. Natürlich nicht zu der gleichen Zeit, sondern hintereinander. Radiallahu anhu wa arda. Möge Allah uns mit diesen Gefährten und mit unserem geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies vereinen. Dieser Hadith, was entnehmen wir jetzt daraus? Ja? Sehr schön. Dann, da entnehmen wir daraus, dass zwischen den Männern
der Oberschenkel nicht bedeckt werden muss. Und das haben einige gesagt, aber das ist die Minderheit, die das gesagt hat. Die Mehrheit der Gelehrten und Rechtsschulen sagt, der Oberschenkel ist eine Aura, muss bedeckt werden. Warum? Hier gibt es mehrere Ahadith, aber allesamt diese Ahadith sind nicht astrein. Heißt was? Sie sind nicht alleine, jeder für sich, sahih. Also bei jedem einzelnen Hadith ist eine gewisse Schwäche. Genau. Aber wenn wir sie zusammennehmen, werden sie was? Werden sie authentisch. Das ist in der Hadith-Wissenschaft so, wenn ein Hadith da'if, der nicht erlogen ist, das ist die Voraussetzung, darf nicht erlogen sein, sondern eine andere Schwäche, die Überlieferungskette ist irgendwo an einer Stelle unterbrochen, ja, ein Überlieferer ist ein bisschen vergesslich. Wenn ich aber dann mehrere Überlieferungswege dieses Themas habe, dann ist was, dann stärken sie sich gegenseitig und werden authentisch. Was sind diese Hadith? Ein Hadith, und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zeige nicht deinen Oberschenkel und schaue weder zu einem Oberschenkel eines Lebenden noch eines Gestorbenen hin. Das ist ein Hadith. Der nächste Hadith von Muhammad ibn Jahsh radiallahu an, er sagte, der Prophet kam zu mir, als ich bei Ma'mar war und seine Oberschenkel frei waren. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ma'mar, bedecke deine Oberschenkel, denn sie gehören zu Aura. Klar und deutlich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Oberschenkel, in einem anderen Wortlaut, den Ibn Abbas überliefert, radiallahu an, die Oberschenkel gehören zur Aura. Die Ulama sagen, wie Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala gesagt hat, die Ahadith, die besagen, dass die Oberschenkel Aura sind, sind eindeutig, aber nicht astrein. Und die Ahadith, die besagen, dass der Oberschenkel keine Aura sind, sind nicht eindeutig, aber astrein. Sahih, weil Bukhari und Muslim, dieser vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er den Oberschenkel freigehalten hat. So, warum ist er nicht eindeutig, dieser Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Oberschenkel nicht bedeckt hat, als Abu Bakr da war und als Umar da war, erst als Uthman gekommen ist, warum ist er nicht eindeutig? Weil er zu Hause war. Ja gut, aber das heißt das, dass wenn wir daheim sind, das machen können? Anno? Aber diejenigen, die sagen, Al-Fakhid, also die Oberschenkel ist eine Aura, die sagen, dieser Hadith ist nicht eindeutig. Ja? Nö, der hat es nicht bemerkt, das ist nicht... Nee. Der hat es doch bemerkt, das ist Uthman, radiallahu. Was ist der Unterschied, warum es Abu Bakr auflassen bei Uthman nicht? Ja, aber warum sagen sie es nicht eindeutig? Anscheinend ist es eindeutig, oder nicht? Nicht eindeutig. Warum ist es nicht eindeutig? Kannst du es machen, beim anderen nicht? Ja gut, aber es ist eindeutig, dass er seinen Oberschenkel freigelassen hat. Es ist eindeutig, dass er wieder angezogen hat. Ja? Kann es sein, dass wegen zu nah? Zu nah? Ja, nee, ja? Weil Aisha ist ja das Tochter von Wallau. 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 Ja? Ja, bitte. Okay. Ja gut, andere Überlieferung gibt es auch, dass man das Bayav, also schon das Helle, und Helle ist ja eher Oberschenkel, ja? Vielleicht war keine Frauen da, oder? Nee, nee, es geht ja nur um Männer vor Männer. Nein? Achso, zeitlich? Nee, nee, es geht jetzt hier nur um den Hadith, ob er eindeutig ist oder nicht. Ja? Dass man beide Versionen annimmt, aber da,
Das kannst du nicht, weil der eine sagt Oberschenkel Aura, der andere sagt Oberschenkel nicht Aura. Die kannst du nicht vereinen. Nee, es ist einfach. Nee, weil das der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat. Es kann also eine Ausnahme sein. Bei vielen Angelegenheiten hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Sachen getan, die nur für ihn gelten. Also warum ist dieser Hadith nicht eindeutig? Er ist nicht eindeutig, dass das für jeden gilt. Ist das klar? Es ist nicht eindeutig. Sondern wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam er selbst etwas macht, heißt es noch lange nicht, dass alle es machen müssen. Oder auch dürfen. Ja? Es muss also belegt werden, dass diese Sache für alle herrscht. Natürlich, grundsätzlich ist er ja natürlich Prophet für die Menschen, also Vorbild. Alle müssen ihm nachahmen. Aber in diesem Fall, weil es den anderen Belegen widerspricht, deswegen, ansonsten hätten wir nicht die anderen Belege, dann würden wir sagen, okay, Ar-Rasul hat es gemacht, wir dürfen es auch machen. Warum haben die jetzt gesagt, vielleicht ist es nur für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Ja, weil es andere Hadith gibt, die sagen, Al-Fakhidh Aura. Deswegen haben einige Gelehrte gesagt, okay, das ist vielleicht nur für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, die Mehrheit der Ulama und der Rechtsschulen besagen, Al-Fakhidhu Aura. Und selbst diejenigen, wie Ibn Uthaymin, rahimahullah, der sagt, es ist keine Aura, er sagt, man muss es aber trotzdem bedecken. Warum? Weil die Fitne zu groß ist. Wie Fitne vor Männer vor Männer? Wissen wir alle, dass heutzutage auch Fitne Männer vor Männer. Also gilt, man muss den Oberschenkel bedecken. Man darf nicht einfach so raus vor Männern und die Oberschenkel sind sichtbar. Wenn das mal aus Versehen sichtbar wurde, ist kein Problem. Aber dass man einfach so rausgeht vor den Männern, meine ich jetzt, und mit freien Oberschenkeln, das gehört sich nicht. Das ist die Aura. Bitteschön. Vielleicht ist das eine Ausnahme gewesen, um zu zeigen, wie sehr die Stufe von Uthman radiallahu anh ist. Das ist die Aura des Mannes vor einem Mann. Die Aura eines Mannes im Gebet, wie ist die? Ja? Ja, was sollte er sonst machen? Genau, also im Gebet, das Gebet wäre gültig. Also wenn jemand kommt und er hat zwischen Bauchnabel und Knie gehören nicht zur Aura, nur so zur Info, sondern zwischen. Also ab Bauchnabel, wenn der Bauchnabel sichtbar ist, ist es nicht schlimm. Und wenn die Knie an sich sichtbar sind, ist auch nicht schlimm, sondern zwischen Bauchnabel und Knie. Nicht von Bauchnabel bis einschließlich Knie, wie die Ulama gesagt haben. Aber im Gebet ist es besser, die Schultern auch noch zu bedecken. Es ist aber keine Pflicht. Dein Gebet ist trotzdem gültig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keiner von euch soll in einem Kleid beten, wobei nichts auf seinen Schultern ist. Al-Imam al-Nawawi jetzt sagt, Malik, also Imam Malik, Malikitische Rechtsschule, Abu Hanifa, Al-Shafi'i und die Mehrheit der Gelehrten, also wer nicht? Die Hanbalit, sehen dies als anstandshalber verpönt, also Karahat Tensi, und nicht verbotenerweise verpönt, also nicht Karahat Tahrim. Was ist das, bitteschön? Was ist denn das? Ihr kennt Makruh, oder nicht? Makruh ist was? Unerwünscht. Das heißt, was ist die Auswirkung? Ja? Man wird belohnt, wenn man es unterlässt. Und wenn man es macht, wird man nicht bestraft. Sehr schön. Aber bei Makruh gibt es zwei Formen. Makruh, Karah, Tensi. Und das andere ist Makruh, Tahrim,
Karahatu, Tahrim. Warum gibt es diese zwei Unterschiede? Besonders in der hanafitischen Rechtsschule wird das benutzt. Aber nicht nur bei ihm. Nicht nur bei Abu Hanifa, rahimahullah. Die Ulama, zum Beispiel Ahmed ibn Hanbal, sagt sehr oft über Verbotenes, für mich ist es verpönt. Akrahu dhalik. Heißt das, der meint Makruh? Nein, das ist verboten. Warum sagt er dann, für mich ist es verpönt, akrahu dhalik? Warum sagt er nicht Haram? Punkt. Ja? Barakallahu fiek. Aus Respekt zu Allah will er nicht direkt sagen Haram, sondern er sagt, ich mag das nicht. Und deswegen, Barakallahu fiek, wenn ihr Bücher lest, Fiqh-Bücher, ja, vielleicht wird das auch so auf Deutsch übersetzt, wenn jemand das übersetzt, und dann kommt ihr, akrahu dhalik, dann kommt ihr, ich mag es nicht. Für mich ist es verpönt. Dürft ihr nicht denken, dass Ahmed ibn Hanbal meint, es ist Makruh. Nee. Sondern Ahmed ibn Hanbal meint, es ist Haram. Und deswegen gibt es immer bei jeder Rechtsschule ein Fach, und das heißt die Terminologie einer Rechtsschule. Du musst wissen, wie reden Hanafiten, wie reden Hanbaliten, wie reden die Malikiyya, wie reden die Shafi'iyya. Es gibt Begrifflichkeiten, die sind in einem Madhab so, die darfst du nicht übertragen auf einen anderen Madhab. Und deswegen geht das nicht einfach, ich mache ein Buch auf und lerne. Nein, du brauchst einen Lehrer, der dir sagt, immer zu, Achtung. Jetzt hier, Ahmed al-Hanbal hat zwar das gesagt, er meint das aber nicht. Woher weiß er das? Das hat er doch gelernt, dein Lehrer. Ja? Und deswegen müssen wir hier beachten. So, die Ulama sagen, dass wir Männer, es geht um die Männer, dass sie ihre Schulter nicht bedecken, ist Karahat Tanzih, nicht Karahat Tahrim. Heißt was? Was bedeutet anstandshalber verpönt? Das heißt, es gehört nicht zum Anstand, das zu machen. Also das ist das ganz normale Makruh, das wir kennen. Wenn du es tust, wirst du nicht bestraft. Wenn du es unterlässt, wirst du belohnt. Aber Karahat Tahrim, wenn jemand kommt und sagt, hör mal zu, das ist Makruh. Karahat Tahrim, das ist ein anderes Wort für was? Haram. Ist das klar? Die Hanbaliya oder Hanabila, die sagen, nee, das Haram Karahat oder Makruh Karahat Tahrim. Also es ist Haram zu beten mit freien Schultern, und das Gebet ist ungültig, wenn du in der Lage gewesen bist, deine Schultern zu bedecken. Aber die richtige Ansicht, wallahu alam, wie die Ulama sagen, ist die Ansicht der Mehrheit, dass es nicht Haram ist, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier das nur verboten, anstandshalber, nicht wegen des Verbotes an sich. Naam. Nein, du musst auch bei Fußball, bei Handball, bei Volleyball, bei was du alles was willst, Ball, immer die Aura bedecken. Ja? Beim Skifahren zum Beispiel musst du die Aura bedecken. Auch wenn es jeder macht. Tay. Kommen wir zur nächsten Frage. Frauen vor Frauen. Was müssen sie bedecken jetzt? Frauen unter sich. Da gibt es keinen Mann, keiner schaut zu. Nur Frauen unter sich. Wie müssen sie sich bedecken? Naam? Taib, Atina. Ja, was bedecken? Also sie müssen sagen, dass der musste so bedeckt sein, wie die Männer voneinander. Also, dass du, so wie die Männer voneinander bedeckt. Also von Bauchnabel bis zu Knie. Okay. Also die Aura, die Ulama sagen, der Frauen untereinander ist vom Bauchnabel bis zu den Knien analog zu den Männern. Also Qiyas zu Männern, aber sie müssen den
kompletten Körper bedecken, außer Kopf und Hals. Was noch? Arme und Füße. Wie Aura, aber sie müssen bedecken. Was ist denn das? Ja, die Aura ist zwischen Bauchnabel und Knie. Frau vor einer Frau. Aber heißt das, dass sie so rumlaufen darf vor Frauen? Nein, das heißt nicht, dass sie so rumlaufen darf vor Frauen. Sondern das bedeutet, wenn sie mal aus Versehen diesen Bereich nicht bedeckt hat, also ihren Oberkörper, weil von Bauchnabel bis Knie sowieso, aber wenn sie ihren Oberkörper mal, sie musste stillen, eine Frau hat das gesehen, zum Beispiel, ja, kurz mal gesehen, es ist jetzt nicht fatal. Das ist nicht fatal. Aber das heißt nicht, dass Frauen so die ganze Zeit rumlaufen dürfen vor Frauen. Und das ist wichtig, besonders wenn Schwestern untereinander sind oder bei Feiern und die Schwestern wollen sich mal kleiden und so weiter und so fort. Da müssen sie darauf achten, dass ihr Oberkörper bedeckt ist. Was man sehen darf, ist was? Den Kopf und die Haare natürlich und der Hals. Und die Arme und die Füße. Das war's. Das ist so, so haben sich die Sahabiyat angezogen. Wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagt. Sagt, die Sahabiyat haben sich so angezogen und die sind für uns der Maßstab. Deswegen, eine Frau darf nicht ohne Grund ihren Oberkörper freimachen vor einer anderen Frau. Zum Beispiel, es gibt viele Schwestern, die wollen schwimmen gehen. Nur, also wenn es nur Frauen gibt und dann ziehen sie ganz normale Schwimmsachen an, wo sie nicht bedeckt sind. Das ist nicht erlaubt. Sie müssen ihren Körper bedecken. Oberkörper und Unterkörper. Nicht nur zwischen Bauchnabel und Knie. Dann die Frage, gilt das auch für nicht-muslimischen Frauen? Oder nicht? Also eine muslimische Frau vor einer nicht-muslimischen Frau. Wie muss sie sich bedecken? So wie vor Männern. Wer hat noch eine Ansicht? Khilaf. Alhamdulillah, alles Khilaf. Hört euch mal diese Ayah an. Allah Azza wa Jal sagt, und sagt zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten, ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was sonst sichtbar ist. Und sie sollen ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer, jetzt ist der springende Punkt, außer ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten, ihren Söhnen, den Söhnen ihrer Ehegatten, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und den Söhnen ihrer Schwestern und ihren Frauen. So, was ist jetzt hier relevant für uns? Der Wortlaut und ihren Frauen. So, und was lernen wir jetzt daraus? Wer kann mir jetzt das Gebot ableiten? Und ihren Frauen. Was lernen wir daraus? Ja? Aha. Also die Frauen, die denselben Glauben haben. Das ist eine Ansicht. Ja? Na? Ja. Mhm. Genau. Diese Ayah und dieser Wortlaut jetzt, hier geht es und ihren Frauen. Wie der Bruder sagt, entweder wir verstehen hier ihre Frauen, also ihre gleich, von der gleichen Religion. Oder wir verstehen ihre vom Wesen her, also die gleichen Frauen. Also diejenigen, die es verstanden haben, ihre, also ihre Gleichgesinnten, also selbe Religion, die haben gesagt, vor einer Nicht-Muslim muss man sich bedecken.
Die Frau muss sich vor einer nicht-muslimischen Frau bedecken. Die anderen, die gesagt haben, nein, hier geht es nicht um gläubige Frauen, hier geht es überhaupt um diese, um Frauen, die haben gesagt, also muss man sich nicht bedecken. Und das ist auch die richtige Ansicht, dass eine muslimische Frau sich vor einer nicht-muslimischen Frau nicht mehr bedecken muss als vor einer muslimischen Frau. Wie auch Ibn Uthaymin rahimahullah unter anderem das gesagt hat. Die nächste Frage ist, Allahishamata. Mashallah, haben wir genug Zeit, Alhamdulillah. Die nächste Frage ist die Bedeckung des Körpers vor dem anderen Geschlecht. Also jetzt der Mann, was muss er bedecken vor einer Frau? Was ist das gleich? Also von, also Bauchnabel bis zu den Knien. Das ist die Aura eines Mannes vor einer Frau. Wir reden hier vor welcher Frau? Also wer? Nicht die Ehefrau. Ja, ist deine Mutter eine fremde Frau? Deine Schwester eine fremde Frau? Deine Tochter eine fremde Frau? Also es geht hier um außer die Ehefrau. Bei der Ehefrau gibt es ja keine Aura, haben wir gesagt. Dann ansonsten alle anderen Frauen, der Mann muss mindestens vom Bauchnabel bis zu den Knien sich bedecken. Hier aber, liebe Geschwister, gilt trotzdem die Regel, wenn der Mann fitner wird, muss er sich bedecken. Ist das klar? Also auch der Mann ist fitner, Versuchung. Ja? Wenn er, mashallah, gut gebauten Körper hat, ja, und so weiter und so fort. Und man merkt, alle Frauen schauen ihm nach. Dann darf er nicht jeden Tag nur mit Shorts rumlaufen. Und sagen, ach, ist halal, ich habe Fiqh gelernt. Du hast überhaupt kein Fiqh gelernt. Du musst dich bedecken, du darfst keine Fitner sein. Auf jeden Fall, je nachdem. Also der Mann vor einer Frau, wie gesagt, muss sich so bedecken. Bei Frauen, wie sieht es da aus? Jetzt, wie muss sich die Frau bedecken vor Männern? Außer der Ehemann, genau. Außer der Ehemann. Wie sieht es da aus? Ja? Das Gesicht und die Hände. Seid ihr einverstanden? Seid ihr einverstanden? Gesicht und Hände? Alles außer, meine ich ja. Andersrum wäre es nicht gut. Ha? Taib, die Füße. Also eine Frau, eine muslimische Frau, bedeckt vor ihrem Vater alles außer Gesicht und Hände. Das müsst ihr schon erklären, oder? Wenn ihr mir sagt, alles außer Gesicht und Hände, dann verstehe ich das so. Also wenn eine Frau aus dem Haus gehen will, in die Straßenbahn einsteigt, alles außer die Wudu-Stelle. Ja, das weiß ich ja nicht. Das müsst ihr mir erklären, präzise ein bisschen. Ja? Aywa. Also erst einmal müssen wir unterteilen, wer ist denn dieser Mann? Gehört er zu den Maharim oder nicht? Was bitteschön jetzt ein Mahram? Ja? Okay, genau in der Ayah. Ja, was ist das? Wie definiere ich ein Mahram? Den dürfen wir nicht, also den kann diese Frau nie heiraten. Nicht heiraten. Weil die Schwester deiner Frau, darf sie dich heiraten? Jetzt nicht. Nicht nur nach dem Tod. Nicht nur nach dem Tod. Nach der Scheidung oder nach der Scheidung. Also noch, Al-Mahram ist nicht ein Mann, den eine Frau nicht heiraten darf, sondern den eine Frau nie heiraten darf. Weil das ist ein Unterschied.
Also, wer sind diese? Außer natürlich der Ehemann jetzt, mit dem ist sie ja schon verheiratet, ja? Also einer nach dem anderen. Der Vater, Bruder, Sohn, Onkel, was heißt Onkel? Yani? Was heißt Ammuchal? Also Onkel väterlicherseits und Onkel mütterlicherseits. Und? Ja, mehr Rijal, Allah yehdik. شو بدها بستها؟ جدها. Also dann der Großvater. War es das? Schwiegervater. Genau, dann ist sie was? Genau, wenn sie Schwiegermutter ist, also die Söhne ihres Schwiegersöhne, Neffen und Enkelkind. Haben wir irgendjemand vergessen? Ah, Jamin. Basar Rabib, Schwiegerdingens. Schwiegersöhne. Rabib heißt was? Rabib ist der Sohn von dem Mann, der nicht der ist eigentlich. Genau, was heißt es auf Deutsch, Rabib? Stiefkind. Also die Söhne ihres Ehemanns. Ja, deswegen sage ich ja, ihres Ehemanns, nicht von ihr, genau. Ja, das ist Brüder, alle Brüder, Halbbruder, Milchbruder, alle Formen der Brüder, genau. Also das sind Maharim, die darf die Frau nie heiraten. Eine Frau darf nie ihren Großvater heiraten, ihren Onkel heiraten, ihren Neffen heiraten, ihren Enkel heiraten, nie, ist verboten. Das sind Maharim. Wie kleidet sich eine Frau vor den Maharim? Ja? Wie eine Frau gegenüber einer Frau sich kleidet, nicht wie die Aura ist, wie sich kleidet. Also was darf der Vater sehen von seiner Tochter? Wir reden natürlich jetzt von einer Erwachsenen. Ne? Also Haare, Kopf, also Gesicht, Ohren, also der Kopf, Hals, Arme und die Füße. So wie was? Wie Frau vor Frau sich kleiden muss, hatten wir gesagt. Ja? Auch Oberarm. Auch Oberarm. Also Arme, Oberarm und Unterarm. Das ist die Kleidung. Natürlich muss die Kleidung, wir werden das inshallah auch noch sehen, auch alle anderen Bedingungen erfüllen. Sie darf nicht eng sein. Darf nicht eine Jogginghose vor dem Vater oder vor dem Sohn. Die Mutter mit einer Jogginghose vor dem Sohn oder vor dem Bruder. Die Kleidung muss weit sein. Sie darf nicht durchsichtig sein und so weiter und so fort. Sie darf nicht den Körper formen. Auch vor den Eltern. Und das ist etwas, wo viele Eltern bzw. auch die Frauen etwas leichtfertig damit umgehen. Das ist also die Aura einer Frau vor den Maharim. Taib, vor den anderen Männern, ja? Gestillt. Genau, ja. Milchbrüder, genau. Oder Milchgeschwister. Darf man nicht heiraten, nein. Genau. Also, na? Genau, jetzt aber. Und zwar vor fremden Männern. Fremde Männer sind also weder der Ehemann noch die Maharim. Der Ehemann ist ja auch ein Mahram. Ja? Wie muss sie sich kleiden? Also sie muss sich kleiden, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es sagte, alles außer Gesicht und die Hände. Auch wenn dieser Hadith eine Schwäche hat, ja, in dem steht außer Gesicht und Hände. Andere Gelehrte sagen, auch das Gesicht also muss verschleiert werden. Die drei Rechtsschulen, Abu Hanifa, Shafi'i und Malik sagen, das Gesicht gehört nicht zur Aura. Es ist keine Aura, auch die Hände nicht. Ahmed ibn Hanbal sagt, sie gehört zur Aura. Und er sagt, das Gesicht muss
bedeckt werden. Allesamt, Ijma, Konsens sagen, in der Fitna muss es bedeckt werden. In der Zeit der Fitna muss es bedeckt werden. Aber auf jeden Fall, Mindestmaß ist also, wie gesagt, der ganze Körper, außer Gesicht und Hände. Das heißt, Füße dürfen nicht gezeigt werden. Ja? Also Gesicht und Hände, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nicht auch noch die Füße. Wir werden aber inshallah noch sehen, was dann für Eigenschaften Al-Hijab, also diese Kleidung, haben muss. Wie gesagt, sie muss weit sein, sie darf nicht auffallend sein und so weiter und so fort. Vor Kleinkindern. Wie ist die Aura eines Erwachsenen vor Kleinkindern? Der Vater vor seinem Sohn, die Mutter vor seinem Sohn, von ihrer Tochter, von ihrem Sohn. Wie muss man sich bekleiden? Ja? Ab wann? Was sind Kleinkinder? Ja? Ab Pubertät? Ah, was sonst? Also nochmal, die Frage ist jetzt was? Ab wann muss der Mann oder die Frau sich bedecken? Vor dem Kind. Vor dem Kind. Die Aura darf er nicht zeigen vor dem Kind. Ab wann? Ab der Pubertät? Ab 14 Jahren? Ab 7 Jahre lang darfst du ohne Bedeckung vor deinem Sohn sein, vor deiner Tochter? Sondern? Was heißt andersrum? Nein, nein, Allah. Na, ab wann? Je nach Kind, aber ungefähr, Pi mal Daumen, yani. 2 Jahre? Warum hast du 2 Jahre gesagt? Allahu Akbar. Mashallah. Shir. Tayyib. Aywa, sonst noch? Ansichten? Also, wie sie gesagt haben, die Brüder, also die Ulama sagen 2 bis 3 Jahre, ausschlaggebend ist was? Was nimmt er zur Kenntnis? Wenn er zur Kenntnis nimmt, das ist ein Körper, wenn er darüber reden kann, ich habe Papa gesehen, ich habe Mama gesehen, wenn er darüber reden kann, dann weißt du, ab jetzt muss bedeckt werden. Das ist Pi mal Daumen wann? 2 Jahre, 3 Jahre, einmal, 1,5, es kommt aufs Kind an, wie der Bruder auch gesagt hat. Auf jeden Fall, vorher ist das überhaupt kein Problem. Vorher ist es überhaupt kein Problem, da muss man sich nicht bedecken, weil diese Kinder es nicht merken, es nicht nachvollziehen, es nicht verstehen, aber danach muss man sich bedecken, wie eben, wie der Vater vor seinem Sohn und seiner Tochter und wie die Mutter vor ihrem Sohn und von ihrer Tochter. Die Frau, haben wir gesagt, muss sich bedecken, der ganze Körper außer Kopf, Hals, Arme und Füße. Jetzt andersrum, wie muss sich das Kind bedecken? Wie muss sich das Kind bedecken? Vor den Eltern. Männlich und weiblich spielt keine Rolle. Altersabhängig bis wann? Bis sie sauber werden? Okay. Aber ja, bis sie auf die Toilette gehen können, okay. Nee, die Ulama sagen bis 7 Jahre. Bis 7 Jahre ist das kein Problem, wenn die Aura sichtbar ist. Besonders bei der Mutter. Also die Mutter sieht die Aura ihres Sohnes oder ihrer Tochter. Bis 7 Jahre ist es kein Problem, wie Ibn Uthaymin rahimahullah gesagt hat. Der Vater sollte natürlich schon ein bisschen früher, wäre aber jetzt nicht haram. Aber die Mutter ist vielleicht eher mit dem Kind beschäftigt. Aber es gibt ja genug auch Männer, die mit ihren Kindern beschäftigen müssen. Und sie müssen die Windeln wechseln und sie müssen was. Und nicht jedes Kind kann sofort die Pampers. Also es gibt Kinder, die bleiben sogar mit 5 Jahren mit den Pampers und so weiter und so fort. Und
oder beim Duschen, Barakallahu fik, ist es immer noch. Das heißt, bis 7 Jahre. Ab 7 müssen sie sich bedecken. Gelten alle Regeln, die wir erwähnt haben bezüglich der Aura. Ja, ja, dann können sie sich auch selber anziehen, ungefähr. Das sind die Regeln bezüglich der Aura. Und bi'idhnillahi ta'ala, das nächste Mal machen wir hier weiter. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.